Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video 105. Das Video 105 wird wie jeden Freitag 16 Uhr, nicht nur das Video Nummer 105, sondern jedes Video wird sehr Freitag 16 Uhr bei mir hochgeladen. Und so könnt ihr euch immer freuen. Ich freue mich auch auf jeden Freitag, dass wir uns dann wiedersehen. Oder ihr mich, oder ihr wisst, was ich meine. Folgendes, das Ganze steht unter dem Motto heute los, selber machen, los machen wir selber oder irgendwas in der Art werde ich machen. Und es geht darum, dass ich meine Relais-Platinen baue. Relais-Platinen, die ich eigentlich gar nicht eingeplant hatte, muss ich dazu sagen, ich wollte die gar nicht bauen. Aber ich hatte einen für mich unangenehmen Effekt gehabt. Und zwar sind mir die Riedkontakte verklebt. Verklebt, dass die in dem Sinne, dass die Dauerkontakt gegeben haben. Ich habe das erst gar nicht mitbekommen, da ja meine Weichen mit den Konrad-Weichenantrieben laufen und die Konrad-Weichenantriebe haben ja eine Endabschaltung drin. Und dann merkt man das gar nicht groß, dass da ein Dauerkontakt reinkam. Ich habe mich nur gewundert, dass vielleicht mal was nicht ging, dass irgendwas war, wieder rumgeflucht, wieder was versucht, einen Fehler zu finden. Bis ich mal irgendwann drauf kam, dass die Riedkontakte Dauerkontakt gehabt. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Der Sinn und Zweck des Ganzen ist ja, dass das bei einem überfahrenden Magneten durch eine Lok, durch einen Waggon oder irgendwas anderes natürlich geschaltet wird. Brauche ich keinen zu erklären. So ist das halt. Und die waren mir regelrecht verschweißt, zusammengeklebt und in dem Fall kaputt. Nicht alle, das waren glaube ich 3 Stück, die ich austauschen musste. Aber finde die erstmal, das war eine ziemliche Fummelei. Gefunden habe ich es aber letztendlich, und zwar der Grund, dass mir die verklebt waren, ich hatte ja vor kurzem mir einen Travo gebaut, wer sich erinnert oder die mich schon länger gucken werden es wissen, mit einem 18 Volt Wechselstrom, so ein Ringkern Travo habe ich mir selber gebaut, damit meine Weichen zuverlässiger schalten. Ja, das war das Problem, was ich hatte. Ich habe einige Weichen gehabt, die haben nicht immer geschaltet oder haben sehr schlecht geschaltet. Und da brauchte ich dann eben, ich konnte das Ganze nicht mehr mit Fahrstrom realisieren oder mit irgendwelchen anderen Stromquellen. Ich habe also mir eben diesen Ringkerntravo gebaut mit 2 Ausgängen. Und damit schalten meine Weichen jetzt wunderbar. Ich habe damals schon gedacht, da ist wieder irgendwas kaputt. Und ausgerechnet ganz hinten links in der Ecke, wo ich nie hinkomme, ist übrigens auch dort ein Riedkontakt kaputt gegangen, konnte ich mich ganz schön da abkämpfen, da hinzukommen. Aber egal. Und habe dann eben diese 18 Volt draufgebracht. Und dieser Travo bringt so in den Spitzenzeiten so 20 Volt oder auch schon mal 21. Also meine Weichen werden sehr, sehr hoch geschaltet. Aber ist völlig in Ordnung, das passt, die sind nicht überlastet, alles gut. Und hatte dann direkt die Riedkontakte angeschlossen und geschaltet, sodass die Weichen eben direkt geschaltet wurden. Das war sozusagen wie ein Schalter, der dann meine Weichen umgeschaltet hat, gleich mit den 18 bis 21 Volt. Und das ist natürlich für diese Riedkontakte war das zu hoch. Die können zwar volttechnisch mehr aushalten, aber die Stromstärke war anscheinend zu hoch. Auf jeden Fall sind die mir dadurch verklebt und habe mich dann entschlossen, diese kleinen Leiterplatinen, die wir hier im Hintergrund sehen, selber zu bauen. Habe mir entsprechend 100 solche Relais bestellt. Das sind also monostabile Relais. Und dass die haben ja nur die Aufgabe, das Ganze zu schalten. Hab mir die, also ihr habt jetzt vielleicht im Hintergrund schon gesehen, hab mir das Layout ausgedacht, hab mir das Ganze fertig gemacht und hab dann entsprechend meine fertig zusammengelötet. Hier sehen wir den Leitplan, wie ich mir das so gedacht hatte. Und dann war ich soweit fertig, habe mich aber mit dem Thema noch ein bisschen auseinandergesetzt und habe dann im Internet gefunden, dass man das Ganze über diese Dioden noch besser machen kann, dass eben der Schaden für die Riedkontakte nicht wirklich hoch sein muss. Das löst man über diese Dioden. Das Ganze habe ich im Forum von 1zu160.net gefunden. Viele von euch werden da ja auch unterwegs sein und das gefunden haben. Und da habe ich mir das Ganze angeguckt. Ich würde sagen, ich schalte jetzt aber mal live zur Aufnahme und wir hören uns gleich wieder an dieser Stelle. Ja, jetzt will ich mal ganz kurz zu der Diode kommen, die jetzt hier eingebaut werden soll. Normalerweise würde es, so wie es jetzt hier ist, auch ohne die Diode funktionieren, die ich hier an der Seite rangemacht habe. Hier sieht man sie. Und diese Diode soll natürlich die Spannung ein wenig niederhalten. Ich werde euch das mal unten verlinken. Und nur, dass wir mal sehen, wie es funktioniert, habe ich ja die Diode hier eingebaut. Und zwar ist der graue Ring, damit man es sich ein bisschen besser vorstellen kann, Richtung Pluspol gezogen. Und wenn ich jetzt mal, ich werde mal das Mikro hier mit runternehmen, Moment.
Da hört man das Relais klackern und auch die LED leuchtet, wie gesagt, die hat den Schaltvorgang und die beiden Drähtchen, die ich zusammenhalte, sollen ja den Rittkontakt darstellen. Wenn ich die jetzt rumdrehe, ich werde das mal machen, ich versuche das mal mit einer Hand hier. So, jetzt zeigt der graue Ring sozusagen zum Minuspol und jetzt lege ich das Mikro wieder hin. Wie wir hören, zieht das Relais immer noch an, dadurch, dass ja das Plus und Minus am Relais anliegt, aber die Diode leuchtet nicht mehr. Also ist doch wichtig, dass der graue Ring Richtung Pluspol zeigt und das ist natürlich bei mir hier auf dem Platinchen der weiße Anschluss, deswegen habe ich die weiß gemalt. Ja, wie gesagt, der graue Ring ist sozusagen der Minuspol von der Diode und der muss gegen den Plus geschaltet werden. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt, nochmal verlinken, direkt in das Forum rein, wo ich das Ganze nochmal gefunden habe. Ich muss dazu sagen, es funktioniert auch ohne diese Diode. Es hat eben einige Vorteile, wenn man es mit einfügt. Das Ding ist ein Cent-Artikel, also wer das nachbauen möchte, sollte definitiv das nachbestellen oder mitbestellen, so dass man dann eben entsprechend ein sauberes Schaltbild hat und auch die Rittkontakte einfach geschont bleiben. Und das ist irgendwo wichtig, weil man hat nichts gekonnt, wenn die einen auch nach 5 oder nach 6 Jahren dann irgendwo kaputt gehen, dann ist man vielleicht schon viel, viel weiter im Bau und das bringt einfach alles nichts. Ich melde mich jetzt nochmal vom Arbeitstisch aus und auch an dieser Stelle bis gleich. So, dann melde ich mich nochmal live. Das macht sich vielleicht ein bisschen besser. Und zwar möchte ich das Ganze jetzt natürlich testen. Hier drüben habe ich eine ganz, ganz simple Schaltung aufgebaut. Im Grunde lediglich ein Widerstand mit einer LED und hier drüben sozusagen unterbrochen. Und wenn ich jetzt hier drauf die beiden Kontakte verbinde, dann geht einfach die LED an. Also wie gesagt, ganz simpel, so wie das Ganze ja auch funktionieren soll. Hier drüben habe ich bloß ein Minus, das kommt separat rein. Natürlich im Testaufbau beides gleich versorgt von hier oben, aber später ja sowieso einmal, wie gesagt, mit 18 Volt und einmal mit 12 Volt. Das heißt, 18 Volt soll nachher später hier unten geschaltet werden und 12 Volt sollen hier oben rein, um die Kontakte zu schließen. So, dann gucke ich mal. Jetzt mache ich natürlich die beiden hier unten, wo das Schluss drauf soll. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier so ein bisschen halbwegs halten. Sehen wir die LED da oben eigentlich noch? So, vielleicht ein bisschen besser. Und wenn ich jetzt hier schalte, dann sehen wir, dass es funktioniert. Das heißt, dieser Ausgang ist in Ordnung. Und das Gleiche mache ich natürlich hier drüben. Das sind der obere und der untere. Und wenn ich hier mal arbeite, drücke, wir sehen es hinten, schaltet es genauso. Das ist sozusagen hier unten die Hauptweiche, die primäre Weiche und das wäre eine sekundäre. Und da habe ich ja bloß immer den inneren beschaltet und den äußeren, der hat nur den einfachen drin. Und bei dem habe ich eben, dass ich zwei Weichen schalten können, die dann komplett voneinander getrennt sind, aber halt mit angesprochen werden können, ohne dass die sich gegeneinander irgendwo behageln. Und das teste ich natürlich jetzt auf allen anderen Kontakten aus. Wir können das ja bei den äußeren nochmal machen. Ich schraube das hier mal ab. So, dann gehen wir mal. Das ist der Plus. Das ist Plus? Ne, das ist Minus. Nicht, dass wir es hier noch falsch rum machen. Da geht es ja nicht. Das haben wir ja vorhin gesehen in dem Test. So, machen wir das jetzt hier fest. Der Minus steckt, das ist der schwarze Draht. Und wenn ich jetzt hier rangehe, ich weiß nicht, ob man, wartet mal, ich kann es ja nochmal. So. Ein bisschen mehr ins Bild. Also, das schaltet. Ich klemme euch mal oben wieder hin hier. Ich hoffe, das raschelt nicht so laut. So, und jetzt gleiches Spiel. Ich gehe mit den beiden hier außen dran. Und schalte jetzt sozusagen, hoppala, das ist kein richtiger Kontakt, mein Ried durch und wir sehen, funktioniert. Und das Ganze mache ich natürlich mit allen Platinchen jetzt noch fertig und dann melde ich mich, wenn alles zum Schluss fertig ist. Ja, mittlerweile ist alles fertig. Hier nochmal ein Bild, wo ich auch die Rittkontakte versetzen musste. Ich habe es ja gesagt, es waren an die 10 Stück. Ich habe es bloß mal eingeblendet. Ich habe es nicht nochmal gezeigt, wie ich es gemacht habe. Keine Sorge. Hier sehen wir jetzt die eingebauten Platinen. Und hier sehen wir natürlich, ist etwas kompletter schon. Hier sind noch zwei, also eine Reihe unten drunter gekommen. Und hier ist mein Plan, wie ich mir, Entschuldigung, erstellt habe in meinem Rechner auf meinem Computer, wo ich dann hier die ganzen Rittkontakte da beschriftet habe, dass ich eben weiß, was
irgendwo was bedeutet. Hier ist meine Liste, wie ich mir das in Word erstellt habe, dass ich später jederzeit nachgucken kann, welcher Kontakt geht an welche Weiche, welche hat zwei Weichen, welche hat nur eine Weiche. Und das Ganze habe ich jetzt hier so schön mir übersichtlich dargestellt. Ich weiß, im Video kann man das immer nicht erklären, wenn ich jetzt sage, welches weiße Kabel geht wohin, welches blaue geht wohin. Das müsste man mal, wenn jemand Fragen hat, direkt klären. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt mich jederzeit auch kontaktieren unter meiner E-Mail-Adresse, die ist in meiner Kanalinfo hinterlegt. Weil ich habe ja beim letzten Mal schon festgestellt, dass einige Fragen aufgetaucht sind. Und das können wir gerne klären, überhaupt kein Problem. Ansonsten war es das für diese Woche erstmal wieder. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und da würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Und dann würde ich sagen, macht's schön gut. Bis dahin, eine schöne Woche wünsche ich euch und eine sonnige Woche. Aber es soll sehr warm werden, ist egal. Alles klar, bis dahin. Tschüss, euer Aquapainter aka Uli.